Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der Schwarzen Witwe Challenge. Im letzten Part haben wir ja einiges erlebt wieder. Zum einen habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe wollte mit Jessica den lieben Michael zur Arbeit verabschieden, habe ihn romantisch umarmt und versucht zärtlich zu küssen, was Julian aufgeregt hat. Dann gab es wieder Streitigkeiten. Er hat ihr ein paar gepfeffert, sie hat ihn geschimpft. Dann habe ich gedacht, naja gut, retten wir das Ganze wieder mit Süßholzraspeln. Das hat Michael mitgekriegt und hat sich dann auch mit Jessica gestritten und ihr ein paar gepfeffert. Gut, er musste dann zur Arbeit. Emilio und Jessica habe ich dann erstmal ins Haus eingesperrt. Die sollten ein bisschen was weiß ich was machen. Emilio hat Hausaufgaben gemacht. Jessica hat sich um weiß der Geier was gekümmert. Und wir sind mit Julian hier raus und haben die Wettermaschine in Gang gesetzt und haben uns Hagel gewünscht. Der Hagel ist da. Passiert ist nix. Also heißt das für mich, es geht ihm ja eh nicht so gut. Wir müssen das Ganze wiederholen. Weil so wird's nix. Und ich habe gesagt, ich will ihn jetzt endlich hier mal, ne? Ihr wisst schon. Also heißt es, wir schalten das Ding erstmal aus. Und dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Die anderen sind eingesperrt. Also Julian kann nicht rein, die können nicht raus. Ja, wir gucken mal. Weil das bringt ja so nichts. Es soll ja schon was passieren, ne? Ist ja sonst ein bisschen dumm. So, okay, der Hagel hat aufgehört. Wir können eine Sache. Nee, 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 nee. Wir können eine Sache nochmal versuchen. Du kannst nochmal ein bisschen in die Sterne gucken. Vielleicht kommt ja jetzt was auf dich runtergekracht. Man kann es ja mal ausprobieren. Ja, so von wegen, die Maschine hat es nicht gebracht. Vielleicht bringt es was anderes. Ich weiß es nicht, ne? Wir gucken mal, ob es. Oh, ja, schöne Sternbilder. Genießt endlich den tollen Himmel, weil, ja, sonst nichts, ne? Okay. Gut, dann nichtsdestotrotz stellen wir wieder Wetter ein und versuchen es nochmal mit dem Hagel. Wobei wir können natürlich auch Regen versuchen. Wir hätten auch nochmal Regen versuchen können. Aber wir gucken mal. So. So, und? Was bringt uns das Ganze? Ja, mal gucken. Ah, und? Was für ein Wetter kriegen wir diesmal? Wieder Hagel. Ja, Hagel! Und? Ja, jetzt hält er sich wenigstens mal die Hände über den Kopf, aber. Ah. Was denn? Jetzt hast du gescheite Hagelkörner fabriziert, oder was? War das vorher doch nur Regen? Aua, aua, aua! Ich will rein, ich will rein! Aua! Aua! Sagt bloß, es funktioniert jetzt. Er schreit jedenfalls ganz mächtig. Ja, was ist denn los mit dir? Dann renn doch weg vor dem Hagel. Aua, aua, mein Kopf, mein Kopf. Och, wie süß. Das war dann wohl doch kein richtiger Hagel vorher, oder? Passiert jetzt mal irgendwas, ihr Lieben? Oh, guckt mal, das geht ganz schnell runter hier. Es geht ihm gerade gar nicht gut. Aber ja, so sollte es ja sein. Moment. Schrei doch mal nicht so laut. Ach ja, ist mal egal, was da drinnen gerade passiert. Puh. Oh Gott, ja, Snow ist auch schon ganz gelb. Was ist mit Snow? Hat Snow was zu essen? Oh Gott, Snow geht's gar nicht gut. Snow hat Harndrang und kann nicht raus momentan. Ja, Gott, ist jetzt mal. Also Snow, tut mir leid, aber. Ja, da muss ich Julian jetzt echt beeilen hier. Ich werde nicht mehr, Leute. Es ist so ein Kampf, jemanden umzubringen. Das glaubt ihr gar nicht. Aua, 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 aua. Aber ich weiß, was passiert, wenn ich jetzt aufmache. Dann stürmt er rein und sagt, aua, aua. Ja, was ist denn los? Gott, wie er schreit. Er tut mir ja so leid. Aua, aua. Warum ging das denn beim letzten Mal nicht? Da hat's doch auch gehagelt. Och ja, Snow, ich weiß, deine Blase platzt gleich.
Oh, kannst du dich mal beeilen, Junge? Oh, die Kuh hat auch schon wieder Kerzchen an. Können wir dich irgendwie da hinlegen lassen? Nee. Müssen wir jetzt warten, bis er verhungert? Also irgendwie ist das ein bisschen makaber hier. Geh mal hier rüber. Vielleicht... Er rennt auch nicht weg vor dem Zeug. Also... Ah, er schreit mir nur ins Ohr. Ich hoffe, für euch ist das nicht ganz so laut. Ach du je. Okay, ich denke, Snow hat Pipi in die Wohnung gemacht. Tja, das scheint ein bisschen länger zu dauern hier. Er rührt sich nicht vom Fleck und, ja. Oh Gottchen, du, was ist los? Kann ich dir helfen? Oh, Michaels Begeisterung für Kochkunst wächst. Hat er vielleicht schon einen Kochpunkt bekommen? Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, Julian, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Oh. Aber mehr passiert hier auch nicht. Also rein theoretisch, wenn man es genau nimmt, verhungert er eher, als dass sonst was passiert. Da hätte ich mir mehr erhofft. Ja. Und es ist ihm sehr warm. Er kriegt noch dazu einen Hitzschlag, so wie es aussieht. Ja. Wir könnten natürlich... Ja. Wer behauptet Fernsehen? Ach ja, deswegen kriege ich dauernd die Meldung. Ich muss mal kurz Pause machen. Erstens schreit er mir zu doll ins Ohr. Und zum anderen ist Snow schon wieder gelb. Snow hat Hunger. Also das geht ja mal gar nicht. Ja, es hagelt. Ihr könntet euch das angucken, aber geh du mal bitte... Oh Gott, nee. Säubern und Napf füllen. Und du, was ist denn bei dir kaputt? Ach, du Schande. Komfort, Hunger und alles. Ach, du meine Güte. Ich habe hier gar nicht mehr dran gedacht. Nimm dir mal bitte den Rest. Ess mal was. Ach du Schande, da unten steht ja auch noch das Essen. Okay, was macht eigentlich Emilio? Der liegt im Bett und schläft, ne? Wie es sich gehört. Ja, toll. Ach du meine... Ehrlich, das ist das Problem, wenn man sich hier auf die Person konzentriert, die da versterben soll und alles andere außer Acht lässt. Komm, macht mal schnell. Ja, ja, du kommst da nicht rein. Es tut mir ja leid, aber nee. Wenn ich dich da reinlasse, ja. Oh, diesmal sieht man aber hier wirklich die Hagelkörner. Aber er fällt erstmal um und schläft. Tja. So ganz doll finde ich den Tod jetzt nicht. Weil, ehrlich gesagt, er wird eher verhungern als sonst was. Und das finde ich dann doch ein bisschen traurig, oder? Wir können ihn ja noch eine Weile hier liegen lassen, aber ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Echt nicht. Ich hatte gedacht, das würde schneller gehen. Da würde mir was anderes besser gefallen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ihr das so seht. Ach, aber wir hatten gesagt, wir versuchen es damit, aber... Oh ja, und da ist schon wieder der Hagel, der auf dich niederprasselt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hat Snow gegessen? Snow hat gegessen. Oder isst gerade, okay. Ihr müsstet dann auch mal ins Bett. Ja, ja, ist gut. Och Mädel, komm. Geh du da mal schlafen, hier schlafen. Und du, gehst... Ach, du bist oben hingegangen. Ach so, er ist ja gerade ein bisschen stinkig mit... Ja, gut. Lassen wir die beiden ruhig mal getrennt. Ist auch in Ordnung. Ist irgendwo realistisch. Sie haben sich ja gestritten. Und wir schauen mal, was das hier gibt. Wie gesagt, die müssen sich dann halt wieder versöhnen. Aber das kriegen wir schon hin. Nur, er muss jetzt erstmal weg. Es hilft ja alles nichts. Es hilft halt alles nichts, ne? Ja, au, au und überhaupt, ne? Oh, du Armer. Ich meine, ich könnte das Ganze mal beschleunigen, indem ich ein bisschen spule, aber... Oh, jetzt geht aber ganz schön in die Hocke. Oh, oh, oh! Jetzt gibt's aber den Hagelschlag. Da kommt der Sensenmann. Jawohl, ja! Sollte mich nicht so freuen, ey. Was hast du denn da gemacht? Warum stehst du im Hagelsturm vor der Tür und gehst nicht rein? Das ist aber auch echt, wie sagt man, das ist nicht sinnvoll.
Ja, ich rufe da mal den Abtransport. Und da hinter der Tür wird gejault und gejammert. Und tschüss. Tja, ihr Lieben, das war's. Und damit ist er Geschichte. Unser Julian ist von uns gegangen im Hagelgestöber. Es hat also letztendlich doch noch geklappt. Bin ich doch ganz zufrieden mit, weil, ja, am Schluss war es dann doch noch mal ganz nett. Also auch die Animation und so. Wir müssen jetzt hier natürlich mal wieder aufschließen. Und dann können die auch raus und können mal ein bisschen trauern. Und, ist Emilio denn auch schon wach? Ja, Emilio kann auch mal eine Runde trauern. Dann sind sie halt alle traurig, aber... Ja gut, Michael wird weniger trauern, aber egal. Und Jessica bekommt auf jeden Fall dieses wunderhübsche Gerät. Warte mal, das musst du mal ausschalten. Das solltest du auf jeden Fall machen, den Hagel ausschalten. Sonst ist gleich der nächste tot. Mach das zuerst. Mach zuerst den Hagel aus, bevor du auch noch stirbst. Und trauern. So. Nein, 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 es hagelt nicht mehr. Ah, gut. Oh Gott, wie sie schimpft. Oh Gott, wie sie schimpft. So, gib mir das Ding her. Ah, cooles Gerät, cooles Gerät. Die Idee hätte ich schon viel früher haben können. Hier, du musst deinen Sohn... warte mal, warte, 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 warte. Dein Sohn ist traurig, weißt du? Dem musst du mal... umarmen, freundschaftlich und mal trösten irgendwie. Kann man den nicht trösten, sag mal. Ach Gott, nee. Fragen. Nee. Ein Geschenk geben. Unterhalten. Komm, umarm ihn doch wenigstens mal. Spende dem armen Bub mal ein bisschen Trost. Ich meine, immerhin ist er mit Julian mehr oder weniger aufgewachsen und alles. Also bitte, ein bisschen mehr Feingefühl hier. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Hm? Achso, ich bin im oberen Stockwerk gelandet. Ja. Und nochmal umarmen. So. Ist gut. So, okay. Oh, da ist Michael am rumhampeln. Das müssen wir natürlich auch noch retten. Du willst jetzt duschen. Warte mal, du musst ja auch ganz früh jetzt auf Arbeit, oder wie war das? Ach Gott, nee. Ja gut, die Kochpunkte hat er natürlich. Ja, die haben ewig eingeguckt. Er bräuchte noch Sauberkeitspunkte. Jetzt ist natürlich der Mann gestorben. Hast du denn eigentlich Urlaubstage? Nee, null. Ach, egal, oder? Ja gut, komm, mach was du machen musst. Du rede auch noch mal kurz mit deiner Mama hier und sag mal hier, dass es alles ganz schlimm ist, was da passiert ist. Jetzt kriegen wir ein Gewitter. Ach Gott, ja. Es ist schlimm so. Und dann möchtest du Snow lieb haben. Wo ist denn Snow? Ah, da ist Snow. Snow, loben für? Möbel zerstören? Nee, 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 ausschimpfen. Hier, Möbel zerstören. So, und vor allen Dingen müssen wir hier... Oh Gott, ich komm zu gar nichts hier. Komm mal her, du. So. Komm her, mein Süßes. Und dann haben wir den letzten hier. Zeig mal an die Wand. Da ist er, unser Julian. So, machen wir mal die Runde. Nur damit ich auch wirklich nichts vergessen habe. Da haben wir den Abraham, glaube ich, war es. Nummer 1. Unseren Tim, glaube ich, Nummer 2. Ah, wer war denn das jetzt? Der Fabian? Oder wer ist das? Na, jedenfalls Nummer 3. Da ist Nummer 4. Nummer 5. Und Nummer 6. Und Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9 und Nummer 10. Also, wirklich alle 10 Männer. Ja, sind jetzt hier in Urnen. Jo, jo. Wer bist denn du? Wer schwebt denn da noch rum? Endes.
Hallo? Abraham. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben 10 Herren unter die Erde gebracht. Ich fasse es nicht. Ich hätte es nicht geglaubt, dass wir das noch hinkriegen. Es ist einfach schlimm. Sag mal, habe ich nicht eben die Wände runtergemacht? Nee, noch nicht. So, jetzt sind die Wände unten. Ah, oh Gott, nee. Mädel, du kannst mal bitte aufräumen. Das Ding ist, das nervt mich. Komm, mach mal. Tu was Sinnvolles. Auch wenn du jetzt nicht drankommst, weil natürlich dein Sohn und der Hund im Weg sind. Ja, wo ist Michael? Weiß ich nicht. Der nimmt ein Bad. Dann ist er selber schuld. Dann geh aufs Klo. So, warte mal, warte mal, warte mal. Emilio, Emilio, du wolltest lieb sein mit Snow. Wo ist es Snow? Lieb haben, Bauchkraulen, lieb haben, streicheln und ein bisschen toben ist auch noch drin. Nein, es wird jetzt nicht gemalt. Himmel! Ach, es ist ja gar kein Schultag. Es ist ja Samstag im Spiel. Oh, ich fass es nicht. So, warte mal. Was ist denn bei dir kaputt? Okay, pass mal auf. Du musst mit Michael reden. Hier. Sag mal, hallo Michael. Ich wollte dir nur sagen, hast du es schon mitgekriegt? Mein Mann ist tot. Ich bin wieder Witwe. Ja, so ist das. Wir sind wieder Witwe geworden. Und draußen gewittert es. Also bleib bloß drin. Nicht, dass du der Nächste bist, der stirbt. Wie sieht's denn hier aus jetzt mit euch? Ja, gut, das kriegen wir ganz easy wieder hingeraspelt. Ja. Oh Gott, ihr geht's nicht gut. Du musst sie mal trösten, ja. Wertschätzen, bewundern. Flirten, umgarnen. Vielleicht solltest du ihr auch noch mal einen Breakdance vorführen. Naja, immerhin, die Herzchen fliegen schon mal wieder. Das ist also auch schon wieder geschafft. Ja, hier ist wieder alles paletti, alles gut. Sehr schön. Ja. Das ist schön. Ah, können wir dich wenigstens mal romantisch umarmen jetzt? Ja. Und wenigstens mal zärtlich küssen und dann kannst du gehen. So. Du musst ja eh gleich zur Arbeit. Ah, ja. Jetzt kommt das Gewitter, das wir gebraucht hätten, ne? Ja. Michael, komm, verlass mal die. Nee, ach. Ich habe die Dings nicht gewechselt. Hier, husch. Geh mal dahin. Du kannst mal aufräumen, abspülen hier, komm. Ach du je, jetzt sind sie alleine, die zwei. Säubern, duschen. Gott, die Kuhpflanze muss gefüttert werden. Ach, Herr Jemini. So, du musst gleich auf Arbeit, ne? Könntest du den Müll mitnehmen? Nee, rumbasteln. Okay. Ja. Es regnet. Nimm Schirm mit. Dein Auto ist da. Husch, husch. Bye, bye. So, und dann gucken wir mal, dass du nicht vom Blitz getroffen wirst, während du auf die Arbeit gehst. Das wäre jetzt echt fatal. Das wollen wir nicht. So, und tschüss. Genau. Tschüssikowski. Bye, bye. So, was macht denn unser Emilio? Emilio ist, was will er jetzt? Ein Kätzchen bekommen. Julian wiederbeleben. Ja, das ist alles nicht so. Nee. Jetzt kommt er auf die dollsten Ideen und will im Gewitter nach draußen und in den Swimmingpool hüpfen. Du bist ja auch nicht mehr ganz normal. So, du kannst mal ein paar Sims anrufen und einfach mal mitteilen, hier mein Baba und so ist tot. Er starb im frühen Morgenrot, oder wie war das? Stimmt nicht so ganz, aber macht ja nichts. So. Achso, halt. So, die kannst du mal. Warte mal, sortier doch mal nach. Ding. Die Carmen Frisch. Ja, die war auch irgendwie ganz nett. Was ist das? Lilli Hübsch. Stimmt, die hatten wir im Park getroffen, ne? Das war doch was. Wer ist denn das da? Ja, gut, okay. Gordon Buchholz. Ja, gut. Ruf erst mal deinen Kumpel an. Das ist besser hier.
Wieso müssen wir die alle als Hausgast einladen? Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber was machen wir? So, du kriegst jetzt erstmal was zu futtern. Und wir pflegen jetzt die Blümchen nicht, weil... Ja, das ist einfach nicht so gut. So, dann recycelst du bitte das hier und wischst das mal auf. Hund ist im Bett und schläft, du gehst auch schlafen. Weil das war ein anstrengender Tag und überhaupt Mann tot, der andere ist auf Arbeit. Kind, Mutter, Seelen allein quasi, oder Vater, Seelen allein sozusagen. Und wir haben 18:09 Uhr. Ja, perfekt, das passt ja. Warte mal, halt, stopp, wen wollte ich jetzt noch anrufen? Das Mädel, ne? So, dann rufst du die an, erzählst der auch mal. Alle müssen als Hausgast eingeladen werden. Er bringt doch die Mädels und die Jungs von der Schule mit. Warum muss ich die dann als Hausgast einladen? Ich verstehe es nicht. Oh, du hast einen Pickel, wollte ich ja mal sagen, ne? Ja, du hast einen Pickel im Gesicht. Ey, bleib doch mal da. Du hast einen Pickel im Gesicht. Stopp doch mal. Also ehrlich. Och, das ist ja ein süßes Bildchen. Man könnte meinen, sie umarmt ihn gerade. Ja gut, okay. Das heißt jetzt aber für diese Folge erstmal, dass Feierabend ist. Wir haben es, oder ich habe es geschafft, Julian doch noch mit einem Hagelsturm um die Ecke zu bringen, so wie ich das geplant hatte. Vielen lieben Dank nochmal für den Tipp mit der Wettermaschine und wo ich die finde. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir werden natürlich noch ein bisschen weiterspielen. Aber halt wahrscheinlich auch nur noch ein bisschen. Dann gibt's ein bisschen Zusatzmaterial und dann ist endgültig Ende dieser Challenge, ne? Aber, wie gesagt, nächste Woche kommt noch mal was. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss!